Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession Let's Play Cattle & Grubs. Ja, wir sind mal wieder dabei hier. Weiß gar nicht genau, wo er hinfährt. Das Spiel gerade gestartet und sehe, die Sämaschine ist unterwegs. Ich habe keine Ahnung, wo sie hin will. Haben wir irgendwas eingestellt gehabt noch letztes Mal? Muss ja, ne? Oder hat er jetzt irgendwas... Was hat er irgendwas Großes vor? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wo ist denn ein Punkt auf der Map? Oder fährt er jetzt zurück zum Hof? Wir können ja ein bisschen beobachten, was die Sämaschine macht. So, das Schöne ist, es glaube ich gab jetzt, ich bin natürlich wieder ein bisschen in der Vorproduktion, ihr wisst es, zeittechnisch am Wochenende sieht schlecht aus, deswegen nehme ich jetzt wieder ein ganzes Stück vorher auf. Es soll aber schon ein neues Update rauskommen am Freitag, den, jetzt muss ich auf den Kalender gucken, was ist denn der Freitag? Der 8., ne? Soll eigentlich schon zum Drescher ein schönes Update rauskommen, dass das auch, dass der Drescher bessere Partikel hat. Das wäre natürlich ganz wichtig und kommt uns natürlich super gut gelegen, dass wir noch nicht geerntet haben bisher. So, was machen wir denn Schönes? Hier die letzten Bahn fahren, wa? Da sind wir leider doch noch gar nicht mit fertig. Ich hatte irgendwie gehofft, dass wir das schon geschafft hätten, aber ihr seht, das haben wir nicht. So, wollen wir mal. Sind aber nur noch ungefähr zwei Bahnen, die wir hier zu beackern haben. Dann haben wir tatsächlich dieses Riesenfeld komplett angepflanzt. Mega cool, dass wir das komplett dann doch durchgezogen haben. Da freue ich mich schon auf die Ernte, auch wenn natürlich die ersten Leute schon kommentiert haben, ah nee, so viel Ertrag bringt das gar nicht. Volle Anhängerladung bringt auch nur so an die 2000 Einnahmen. Ich glaube aber schon, dass sie sich so ein bisschen an realen Preisen orientieren, hoffe ich zumindest. Und mal gucken. Müssen sie natürlich auch ein bisschen Subventionen wahrscheinlich ins Spiel bringen, damit man dann hier überleben kann oder auch ein bisschen wachsen kann und nicht 1000 Saisons spielen muss, bevor man sich mal einen eigenen Drescher leisten kann oder ein neues Feld kaufen. Dann müssen wir gucken, was sich da in Zukunft noch so entwickelt. Das wissen wir noch nicht. So, und ich dachte, ja, da ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen im Vorlauf habe, vielleicht machen wir doch noch ein Feld am Hof. Pflanzen da nochmal was ein, weil ich denke, wenn die Sämaschine jetzt gleich hier leer ist, ich würde es eigentlich echt gerne heute nochmal testen, ob wir nicht eine andere Getreidesorte hier in die blöde Sämaschine reinkriegen. Wäre doch echt gelacht, wenn es nicht funktioniert. Ich denke, es wird nicht funktionieren. Aber die ist fast leer. Das alles Flecken, wo wir zu schnell gefahren sind? Oder sind das einfach Flecken, weil, was weiß ich, es wächst nicht so gleichmäßig, oder... Tempomatstufe. Oder ja, es kann sein, dass einfach ein bisschen zu viel Feuchtigkeit drauf ist. Wir müssen noch einmal zurück und dann haben wir es. Sorry. Wie viele Folgen waren wir jetzt auf dem Feld hier unterwegs? Mega, oder? Das hat, glaube ich, die ganze Woche gedauert, selbst anzupflanzen. Und da ist dann eben wichtig, dass man später ein funktionierendes Helfersystem hat. Gerade wenn man ein paar mehr Felder bewirtschaften will, man ist ja einen Monat damit beschäftigt, erstmal die Felder anzupflanzen. Nach wie vor keine Ahnung, wo unser Helfer hingefahren ist. Vielleicht sollten wir mal auf die Karte gucken. Das geht so nicht, ne? Oh, oder vielleicht sollten wir auch aufs Feld gucken. Beides von Vorteil, aber macht nichts. Na, macht doch was. Da bin ich ja viel zu doll abgekommen. Schön blöd. Guck die ganze Zeit auf die Map und versuche den Traktor zu finden, aber. Das war ein bisschen ungünstig hier, ne? Naja. Selbst schuld. Versuchen wir das Ganze nochmal. Müssen wir natürlich noch einmal mehr fahren. Und dann wollte ich gucken am Feld, welches Feld wir am Hof noch bewirtschaften können. Meine Güte. Ich dachte auch, vielleicht testet man einmal, ob da eine Güllemission funktionieren würde. Aber meint ihr, das hat tatsächlich schon Einfluss auf den Ertrag vom Getreide? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung, ob ein Feld, wo man Gülle ausgebracht hat, tatsächlich schon erhöhten Ertrag hier bietet.
eine Bahn, die wir gefahren haben, sieht jetzt auch so farblich so anders aus hier. Ist ja komisch. Man kann sagen, Seemaschinen leer. Ne, ist noch 80 drin. Das heißt, wir sollten auch mal langsam umdrehen. Leichter Ladedruck, ne? Nur minimal. Habt ihr gemerkt gerade? Oh, kämpf, kämpf, kämpf. Nehmen wir eine 15er Tempomat. So, jetzt gucke ich schon wieder auf die Karte, aber jetzt werden wir ein bisschen trotzdem auch weiterhin nach vorne gucken. Wie wir das letzte Stück jetzt erwischen, dann haben wir es geschafft. Können wir mehr als drei Kreuze machen, würde ich behaupten. Zumindest all diejenigen, die tatsächlich hier mit mir das durchgehalten haben, so lange Feld 3 anzupflanzen. Wir haben noch 86.000, also wir können uns ja noch ein Feld kaufen. Aber ich denke, nein, wir kaufen uns nicht noch so ein großes Feld, weil unsere Helfer wollen das ja einfach nicht von alleine beackern. Und ich will nicht nochmal alleine so ein großes Feld machen. Das ist genauso schlimm, wie hier die ganze Zeit immer selber Mais zu häckseln. So, meinetwegen könnten wir die Seemaschine jetzt leer machen. Also erstmal ausmachen, vielleicht zuklappen. Empty Tank. So, Tank ist empty. So, wo sind wir jetzt auf der Karte? Sollen wir nochmal verankern, Spieler folgen. Dann müssen wir jetzt hier hoch, ne? Also wir versuchen es einfach nochmal. Ich bin... Und ja, ne, wie heißt das immer so schön? Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Das ist auch bei uns hier so. Weil sonst, glaube ich, würde ich jetzt nicht nochmal wieder komplett nach oben fahren. Warte mal, was haben wir denn noch an Lichtern hier eigentlich an? Das Arbeitslicht hinten. Und das Arbeitslicht vorne, das brauchen wir natürlich jetzt nicht. Ist ja hier mit 9 Uhr mitten am Tag. Dann bin ich echt gespannt auf die Ernte. Und also ich finde es richtig, richtig gut, dass wir dann schon das neue Update testen können. Und hoffentlich auch eine animierte Partikelanimation dann in den Dreschern selbst haben. Das ist auf jeden Fall cool. Und die wollen natürlich bis dahin werden auch wieder ein paar Fehler ausgemerzt sein und so, die jetzt schon von anderen Spielern gemeldet worden sind, die schon groß gedroschen haben. Da sind wir ein bisschen hinterher, aber macht gar nichts. Meiner Meinung nach, stört nicht. Hat dann auch manchmal Vorteile, wenn man ein bisschen länger braucht als andere. Nach wie vor ist der Sound von dem kleinen Glas suboptimal, oder wie wollen wir das nennen? Ich glaube auch, es wird wieder nicht funktionieren, ne? Dieses Glas hört sich nicht so cool an. Der ist nicht richtig abgestimmt, der Sound. Wenn man rollen lässt, ja, ne? Aber beim Motor, dann nicht. Ja, wir schon wieder irgendwie nicht richtig gefahren. Jetzt fahren wir hier einmal mit dem Sportplatz rum. Versuchen aber eben nochmal andere Getreidesorte aufzufüllen. Weil es ja ziemlich gerstelastig bei uns. Wäre schon nice, zumindest noch ein Weizenfeld oder ein Roggenfeld zu kriegen. Guck mal, er steht hier auch rum. Da haben wir ihn hingeschickt, aber ich glaube nicht, dass er was aufgefüllt hat, ne? Ups. So, stopp mal hier. So, was machst du denn hier? Du weißt doch auch wieder nicht, was du tust. Haben wir denn eigentlich aktuell noch Helferaufgaben? Ne, wir haben keine Helferaufgaben, ne? Was macht der denn? Das verstehe ich nicht. Was macht der denn? Der hat eigentlich keine Aufgabe. Es geht ja wieder gut los hier.
Donnerstags euch. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir sollten jetzt vor dem beim Saat auffüllen, aber ich glaube, es wird eh nicht gehen. Dann könnten wir theoretisch die Sämaschine noch nehmen mit dem Deutz. Da ist ja noch ein bisschen mehr Gerste drin. Hier ist jetzt nichts mehr drin. Nerv nicht. Oh, geht heute? Warum? Warum geht das heute? Nehmen wir Weed. Oder? Ja, nehmen wir Weed. So viel brauchen wir aber nicht. Wir nehmen nur die Hälfte. Hier, 1000. Ist viel zu teuer sonst. Yay, Weizen. Cool. Da wissen wir ja, was wir zu tun haben. Neue Aufgabe. Und Weizen auf die Felder bringen. Das funktioniert. Ich weiß ja auch wieder nicht, welche Maschinen das hier sind. Meint ihr, das geht heute? Haben wir noch Mitarbeiter? Weil jetzt haben wir neu gestartet. Und immer wenn man neu startet, kann sein, dass es funktioniert, kurzfristig. Oder es kann auch sein, dass das Spiel gerade abschmiert. Und auf keine Rückmeldung. Und wir abstürzen. Jetzt haben wir Weizen geladen. Gerade so gefreut, dass wir Weizen geladen haben. Und jetzt steht hier oben keine Rückmeldung. Ich habe eigentlich nur auf das hier Symbol für die Helfer klicken wollen. Das kann ja nicht dein Ernst sein. Leute. Ja, wenn ich jetzt nochmal... Okay, er lädt doch. Er fängt sich wieder. Wir haben aber aktuell keine Mitarbeiter. Ich nehme jetzt Abbas. Abbas hat 2 Sterne, ist nicht ganz schlecht. Und stell Abbas ein. Oh Gott, ist das lang? Und wieder keine Rückmeldung? Was ist denn hier los? Irgendwas ist hier ein bisschen buggy heute. Wenn er jetzt bei jeder Aktion einmal so tun, als würde er abstürzen und fängt sich dann wieder nach ein paar Sekunden, das geht natürlich nicht. Also, ich glaube, wir lassen das einfach, fahren selber mit der Sämaschine die kleinen Felder ab. So, aber jetzt... Es ist aber auch, ich glaube, irgendwie... Was ist denn das? Kann es sein, dass der da hinten eben auch echt Probleme macht? Ich würde den mal gerne zurücksetzen. Mal gucken, was jetzt passiert. Oh. Nix. Hier, zurücksetzen. Also einmal R. Und einmal respawn. So, mal gucken, ob es jetzt besser funktioniert und dass die Macke von dem raus ist. Ich glaube, das macht nämlich einiges aus. So, welche Sämaschine haben wir denn, die benutzt werden könnte? Die 66er und die 67. 66 und 67. Na toll, jetzt weiß ich aber gerade gar nicht, welches Feld wir beackern könnten. 66 und 67. Hier ist No Fruit drauf, auf 13. 13 könnten wir machen. Aber meint ihr, das geht? Ich glaube nicht. Oh nee, nicht schon wieder. Schon wieder hat er sich aufgehangen. So macht Caitlin Cops wieder gut Spaß. Version 0.2.0.1 hat ständige Ladebugs. Ach komm. Das geht doch eh nicht gut. Guck, nächster Ladebug. Immer wenn ich oben weiterklicke im Menü, spackt er ab. Oh, jetzt geht es ein bisschen schneller. Neue Aufgabe. Feldbearbeitung. Fahrer hinzufügen. Da haben wir nur einen. Aber es mit dem guten. Mit der 66 und 67. 66 und die 67. Speichern. So, Feld 13. Am besten Weed. Farm. Gespann behalten. Als wenn es, als ob, so nach dem Motto, ne? Als wenn das funktionieren würde. Wir jetzt hier gelandet. Wir fahren einmal durch die Siedlung, die Leute werden es freuen. Kleinen Umweg.
fahren wir hier rum. Mal gucken, welcher Traktor zuerst am Hof ist. Und dann werden wir mit dem hier die anderen Felder noch mit Weizen bestücken. Ich muss mir aber noch mal einen Überblick gleich verschaffen, welches Feld. Oder ich glaube, bin mir noch nicht ganz sicher. Hatten wir die 28 da hinten schon? Nee, ne? Das hätten wir ja selber machen müssen. Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir da schon was gemacht haben. Also bleibe ich mal auf der Straße. Da fährt er. Ha, wir sind schneller. Und dann würde ich sagen, sind wir hoffentlich morgen auch wieder schneller. Denn das war schon wieder für die heutige Kettle im Kopf-Folge, liebe Leute. Wenn es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, unterstützt ihr mich immer mega mit einem Like. Und ich bin gespannt und hoffe ja auch, ob der Sämaschinenhelfer tatsächlich noch ein Feld für uns anpflanzt oder ob wir weiterhin nur davon träumen dürfen, dass es funktioniert. Bis dann und tschüss.